Von einem perfekten Wetter für einen Weihnachtsbummel konnte am zweiten Adventswochenende keine Rede sein. In einem eintönigen Grau zeigte sich der Himmel fast landesweit. Nasses Wetter hielt, ähnlich wie hier in Berlin, einige Besucher von den Weihnachtsmärkten fern. In den Mittelgebirgen, wie hier am Brocken im Harz, ging der Regen ab etwa 1000 Meter Höhe in Schnee über. Orkanböen brachten dort kräftige Schneeverwehung. Aber auch im Flachland wehte ein ungemütlicher Wind. In München registrierte die Wetterstation Sturmböen bis 70 Stundenkilometer. Böen weit über 60 Stundenkilometer gab es auch an der Küste. In Hamburg kam es aufgrund des kräftigen Westwindes zu einer ersten leichten Sturmflut. Einige Bereiche des Elbufers wurden überschwemmt.